Moin moin und willkommen zurück zu der Aufstieg des Heiligen Römischen Reiches. Ja, leider gab es einen kleinen, wenn man so will, Unfall. Beim letzten Mal hat das Spiel aus irgendeinem Grund nicht vernünftig gespeichert und die Autosaves haben auch nicht funktioniert. Ich weiß nicht wieso. Und jetzt durfte ich bis zu dem Punkt, den wir im letzten Video erreicht hatten, nochmal weiterspielen. Der Zustand des Reiches ist deswegen im Inneren leider nicht so wie gewünscht. Ich konnte nur eine Provinz mir untertan machen dieses Mal, statt den dreien hier. Es ist etwas ärgerlich und blöderweise hat jetzt auch noch, in dem Moment, als ich speichern wollte, nämlich 798 beim Monatswechsel vom Juli zum August, das Moment Großhäuptlingtum von Mähren mir den Krieg erklärt. Das Problem ist, die sind mir zahlenmäßig fürchterlich überlegen. Wollen aber gleichzeitig, fürchte ich ebenfalls, eine Kapitulation nicht akzeptieren. Sehr schade. Ja. Das lässt mir nicht viele Möglichkeiten. Ich werde trotzdem versuchen, das Beste draus zu machen. Vielleicht kann man sie ein wenig in die Schranken weisen. Wir lassen die feindliche Armee mal auf uns zukommen. Vielleicht kann ich sie in gutem Territorium schlagen. Wer weiß. Manchmal hat man ja auch etwas Glück. Ah, da stellt sich tatsächlich eine Armee zur Schlacht. Wir sind zahlenmäßig überlegen noch. Seine Vasallen haben nicht eingegriffen. Die Chance nutze ich mal zum Angriff. Er hat alles auf der einen Flanke konzentriert. Sein Zentrum wird geschlagen, eine Flanke auch. Jetzt geht das Zentrum gegen die andere Flanke. Tatsächlich können wir ihn schlagen. Vielleicht kann ich Teile seiner Truppen häppchenweise schlagen. Das wäre ein großer Sieg. Also geht es jetzt um Geschwindigkeit. Mal gucken. Jetzt ist er mir zahlenmäßig über und meine Flanken brechen weg. Schade. Hätte klappen können, hätte seine Armee sich nicht so schnell gesammelt. Ja, jetzt ist mir der Feind definitiv zahlenmäßig überlegen und verfolgt mich natürlich auch. Immerhin sind wir jetzt auf eigenem Territorium. Ziehen uns mal auf die Insel Rügen zurück. Könnte meine Frau einkehren? Wackler will sie töten. Na, mach mal. Schade, schade, schade. Wäre auch so schön gewesen, wenn wir die doch noch hätten schlagen können. Juhu, sie ist wahnsinnig geworden. Wer ist Wackler? Nee, ist nicht. Ich habe keine Ahnung, wer Wacklaff ist. Nicht die geringste. Nun hoffe ich jetzt einfach, dass ich mir meine Truppen noch ein wenig erhalten kann. Oder meinem Gegner wenigstens schwere Verluste beibringen kann. Immerhin hat sich mein Bursche diesmal nicht so schlecht geschlagen. Und im Rat
herrscht relative Ruhe. Vielleicht hätte ich mich auch in Brennerburg zur Schlacht stellen sollen, aber wer weiß, wie früher mich dann erwischt hätte. Woanders ist das Territorium leider nicht für mich geeignet nun. Ich könnte höchstens hier halt auf die Seeüberquerung zählen, aber ich fürchte, dafür ist seine zahlenmäßige Überlegenheit dann doch zu hoch, dass ich davon noch profitieren könnte. Was lernen wir daraus? Ich werde in Zukunft ordentlich Prestige ansparen, dass ich immer 500 quasi auf Halde liegen habe, für den Fall, dass mir jemand den Krieg erklärt. Dann kann ich eine Stammesarmee ausheben. Ist gerade meine Frau gestorben? Ah, sie wurde gefangen genommen. Okay. Ah, soll er sie ruhig mal gefangen halten, dann kann sie ihre Verschwörung nicht weiterführen. Ja, leider habe ich jetzt auch keine Hand verloren. Sehr ärgerlich. Das war eigentlich ganz schön, so als eine Art Tradition. Aber durch den Verlust des Safe Games hat sich das alles etwas verändert. Jetzt heißt es quasi abwarten. Bis der Krieg gelaufen ist. Das können wir auch ein bisschen beschleunigen. Weil ich schätze, der Ausgang dieses Krieges ist jetzt relativ... Oh, doch nicht. Er hat einen Aufstand an der Backe und zwar einen Orge. Uiuiuiui. Einen gewaltigen. Das werde ich mal für mich ausnutzen und meine Bogen schnell zurückgewinnen. Ah ne, auch die Kirche bitte noch. Na, das war eine Überraschung. Eine schöne Überraschung noch dazu. Ich weiß nicht, wie stark der Aufstand ist. Wie viele Truppen kann der Mann aufstellen? Nur 765. Der Mann 300. 367. Ich glaube, ich werde gleich mal rüber gucken in die Provinz. Rostock. Ja gut, setzen wir den mal durch. Kann ich vielleicht nach dem Krieg was von für mich abschneiden. Von der Rebellenarmee irgendwie nichts zu sehen. Da sind sie. Ja, das sind tatsächlich sehr wenige. Ja, und damit ist der Aufstand auch schon wieder vorbei. Jetzt ruft er seine Vasallen rein. Das waren anscheinend größtenteils bisher seine eigenen Truppen. Na, ah, jetzt hat er auch noch den Geländevorteil bekommen. Wenn es schief geht, dann richtig. Naja. Konnte man ihm wenigstens etwas länger die Stirn bieten. Muss jetzt immer mehr seiner Vasallen in den Krieg rufen, was natürlich die Stimmung nicht gerade verbessert. Oh, oh, schade. Das wäre schön gewesen, wenn er noch bescheiden geworden wäre. Oh, seine Truppenstärke ist etwas zusammengeschmolzen. Während meine wieder wächst. Dann marschieren wir doch mal nach Brennerburg. Mhm. Sieht er sich jetzt noch einem Krieg ausgesetzt?
Nochmal wird er an zwei weiteren Fronten attackiert. So, holen wir meine Burg zurück und schlagen seine Armee jetzt, wo ich gerade mal die zahlenmäßige Überlegenheit für den Moment habe. Eine seiner Flanken wurde direkt zusammengeschlagen. Eine meiner Flanken ist weg, aber einer seiner Führer stirbt und... Hallo! Er wird in der Schlacht gefangen genommen. Und gleich noch jemand. Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Ich erzwinge den Sieg. Das hat meine Machtbasis doch mal ordentlich gestärkt. Oh. Sohnemann braucht eine neue Ausbildung. Was hat er denn? Träge, überheblich und verspielt. Alles nicht so die Voraussetzung für einen guten Diplomaten, ne? Würde sich gut machen in der Kunst der Intrige. Als verspieltes Kind hat er da Vorteile. Das wäre das Einzige, wo er Vorteile hätte. Na gut. Machen wir ihn dazu. Die Provinz ist fast völlig entblößt. Ja, jetzt braucht es erstmal Geld. Immerhin, gewisser Prestigegewinn durch die Schlachten. Ja, ich habe Anspruch auf die beiden Provinzen. Oh, Plünderer. Das ist gar nicht so schlecht, weil die Provinz möchte ich mir nachher wiederholen. Wenn jetzt ausgeplündert wird, kann ich ihn danach gut angreifen. Was? Nein! Ich wurde ermordet! Ich werde ermordet! Ich wurde ermordet! Bevor mein Sohn volljährig wurde. Der jetzt natürlich keinen Anspruch auf die entsprechende Provinz hat. Das ist alles nicht so ganz optimal gelaufen und mein Regent kann mich nicht leiden. Und will mich umbringen. Das macht die Sache nicht besser. Daher frage ich, ob ich das lange überleben werde. Verdammt, wie ist dem das gelungen? Oh, mein Sohn ist auch noch hässlich, sehe ich gerade. Immerhin bin ich gesellig geworden. 4 Jahre unter einem Typen, der mich nicht leiden kann. Na, super. Da muss ich jetzt wohl irgendwie versuchen, möglichst viele Leute in meiner Umgebung auf meine Seite zu ziehen, ne? Habe ich den Großteil des Rates auf meiner Seite. Nur mein... Warum mag mein Regent mich nicht? Gucken wir jetzt mal nach einer anständigen jungen Dame. Die wäre 6 Jahre jünger. Und stark. Hat aber sonst noch keinerlei Fähigkeiten entwickelt. 8 Jahre. Pingelig. Na, warten wir noch ein bisschen.
Immerhin konnten wir die Invasion abwehren. Aber die Geschichte der Familie hier ist geprägt von Rückschlägen. Anders kann man es nicht ausdrücken. Töchter. Keine davon ist allerdings sonderlich bedeutend. Ach, meine Schwester sitzt noch im Gefängnis. Holen wir die Kleine mal raus. So, was haben wir denn für Optionen? Den Großhäuptling von Schlesien. Wo liegt denn Schlesien? Das ist Mähren. Im Königreich Polen. Wäre das hier, ne? Natürlich nicht die schlechteste Partie und ein wertvoller Verbündeter. Machen wir das. Wir halten uns also mit Ach und Krach in der Unabhängigkeit. Interessanterweise sind im Zuge der ganzen Kriege rund um das Frankenreich gerade nach der Nachfolge des Bastards, oder? Nee, nee, der Bastard ist noch nicht auf dem Thron. Mal gucken, ob das dazu kommt. Nein, er scheint kriegerisch. Na, nee, wirklich fähig ist er nicht. Kann zwar einiges, aber. Ja, siehst du, den Aufstand hat er größtenteils niedergeschlagen. Aber die Sachsen sind unabhängig geworden. Wenn auch mit einem sehr eingeschränkten Herrschaftsbereich. Svipjot vergrößert sein Territorium. Aber Sjelland hält sich auch noch gut. Nidaros dehnt sich in Norwegen aus. Na toll, ich werd faul. Das finde ich echt beschissen. Ah, ich könnte homosexuell werden. Nein. Schlecht für den Nachwuchs. Ich denke, ein höherer Intrigewert hilft mir. Zwei Jahre habe ich schon überlebt, obwohl mein Regent mich nicht leiden kann. Werfen wir mal noch mal einen Blick hier. Langsam wird die Dame interessanter. Wirklich interessant wäre natürlich, wenn du hier irgendwo. Nee, er hat keine Kinder. Auch kein Interesse. Oh. Warum nicht? Ja, dadurch einen Nicht-Angriffspakt mit einem fremden Häuptling zustande bringen können. Deswegen hat er mich umgebracht, weil er wusste, dass ich mir seinen Titel holen würde. Aber ich weiß, dass du ihn umgebracht hast. Bekannter Mörder, immerhin. Das sorgt dafür, dass er natürlich keine Leute zusammenkriegt, um mich umzubringen.
Besser als gar nichts. Ist leider nicht sonderlich fähig, der Mann. Sonst hätte ich ihn vielleicht in mein Bad hier geholt. Wer bist du eigentlich? Ist was, stell mal Plünderer auf. Man kann sich ja dann vielleicht in den benachbarten Provinzen ein wenig vergnügen. Gold und Prestige kann ich immer gebrauchen. Ja, ja, ja. Es gibt ja natürlich gute Möglichkeiten, hier sich nach Pommern auszudehnen, obwohl sich jetzt gerade blöderweise eine Fraktion bildet. Ah, ja. Undurchschaubarer Intrigenspinner. Ja, ich habe beim Besten gelernt. Dann würde ich sagen, wir erhöhen jetzt als erstes den Kriegskunstwert. Und ich sammle 1000 Prestige an. Ah, ich kann ihn zum Duell herausfordern. Nein, mit Sicherheit nicht. Kann ich den Titel entziehen in meinem Reich? Ja. Truppen könnte ich aufstellen. 709. Ist gerade geplündert. 405. Und der Mann könnte. Ich würde ihn schlagen. Ich würde dadurch eine der größten Bedrohungen gegen mich ausschalten. Ha! Es gelingt sogar ohne Bürgerkrieg, ihn einzuknasten. Und ich schmeiße ihn ins Verlies, damit er dort unten versauern kann. Jetzt fehlen mir natürlich etwas fähige, die fähigen Leute. Sehr schön. Der Mann mag mich jetzt lieber. Der versucht ja mal, nicht an Forschungspunkte zu kommen. Jetzt haben wir wohl erstmal eine lange Phase der Erholung vor uns. Du schaust dich währenddessen nach einer Frau um. Die kleine mausert sich. Ich denke, mit der gehe ich eine Verlobung ein. Hat sich direkt gelohnt, den Mann nach Konstantinopel zu schicken. Komplett auf Stufe 1 in Sachen Wirtschaft. Und er bringt gleich nochmal Punkte mit. Auf Wirtschaft. Das wird eine Weile dauern, bis ich die umsetzen kann. Puh. Schade. Ehrgeizig wäre schön gewesen. Das ist eine sehr, sehr gute Fähigkeit. Wenn auch nicht ganz risikofrei.
Ach, meine Mutter ist das. Wäre eine brauchbare Verwalterin, wenn ich sie dafür einsetzen kann. Kann ich aber leider nicht. Oh. Er ist tatsächlich im Kerker ums Leben gekommen. Oder hat seinem Vater irgendwie den Titel abgejagt? Ich weiß es nicht. Wer soll heiraten? Ach, meine Mutter. Ja. Das ist mir ganz recht, dann bin ich die wieder los von meinem Hof. Gut, 1000 Prestige. Das kann ein wenig dauern, bis ich das zusammen habe. Wenn wir das als erstes mal veranstalten. Wann geht das? Im Mai. Haben wir noch etwas Zeit? Es gibt aktuell eine Verschwörung. Naja. Meine Schwester braucht einen Bildungsfokus. Sie ist verspielt, neugierig, grüblerisch. Ich denke ja. Ja, ich muss jetzt irgendwie meine Position festigen. Ja, der Mann ist offenbar im Kerker gestorben. Jetzt hole ich mir diese Provinz zurück, auch wenn es eine Weile dauert. Elf ist sie jetzt und wird zunehmend interessanter. Passiert jetzt nicht mehr viel, bis auf den kleinen Mord. Dann können wir doch theoretisch mal zum nächsten interessanten abwarten. Ja, beschleunigen wir die Sache. Werfen wir einen Blick auf die Welt, während die Zeit dahin rast. Oh, eine Plünderertruppe. Sowas ist immer schön. Anführen lasse ich sie, werde ich sie aber nicht selber. Oder. Ach nee, das ist eine. Was seid ihr? Plünderer. Sehr schnell etwas Gold verschaffen. Sich dann postwendend zurückziehen. Die haben auch einen anderen Glauben in Sachsen. Plündern wir da auch nochmal. Etwas Gold und Prestige. Bringt mir das ein. Ich wünschte, jetzt könnte ihn unterwerfen, eventuell. Dann unterwerfen wir den Mann nochmal.
Wenn man schon zusätzliche Truppen in die Finger kriegt. Rufen wir die Vasallen noch mit zum Krieg. Alle Truppen im Zentrum konzentrieren. Und Angriff. Nutzen wir aus, dass der Mann gerade einen Aufstand an der Backe hat. Plünderer wurden wieder erwischt. Aber die paar Mann zu verlieren, ist mir relativ Wumpe. Die sollen ja nur Geld ran schaffen. Einmal wird Beute gemacht. Weiter geht's nach Altmark. Auch nochmal Beute machen. Und der Großhäuptling unterwirft sich mir. Nun gut. Ja. Die Plünderer sind jetzt langsam ziemlich erledigt. Aber sie haben ihren Zweck erfüllt. Welche Religion haben die hier? Ebenfalls slawisch, die kann ich also nicht plündern. Immerhin. Hat doch einiges eingebracht. Sowohl plündern als auch Krieg. Die Franken sind gerade etwas beschäftigt. Das nutze ich für meine Zwecke aus. Dass die kleine Plünderertruppe nochmal etwas Gold und Prestige heranschaffen. Oh, schade. Was ist das? Eine westfränkische Revolte. Und der Mann ist so freundlich. Ich ihm jetzt nicht den Krieg erklären. Ich habe noch keinen Anspruch drauf und ich kann ihm nicht den Titel entziehen. Verbannen kann ich ihn auch nicht. Hinrichten auch nicht. Freikaufen darf er sich. Ja, das kann er machen. Plünderer nutzen die Gelegenheit. Und plündern weiter. Während die Kriege toben. Nur irgendwie da klappt das nicht mehr. Gehen wir weiter nach Sachsen. Ja, da können wir nochmal plündern. Das hat sich doch gelohnt. Vereinen wir beide Gruppen mal. Schau mal, wie viel Zeit ich habe, gründlich zu plündern. Aber ansonsten können wir an dem Punkt, glaube ich, erstmal Schluss machen. Während die Plündertouren weiterlaufen. Immerhin, aus der Affäre haben wir uns, glaube ich, ganz gut herausgemogelt.
nach der Ermordung und dem kurzen Krieg. Die internationale Situation nochmal. Nidaros macht Boden gut, Sjælland hält weiterhin Dänemark und Norwegen. Svipjord hat anscheinend gerade eine Revolte beendet, oder so gut wie. Und das Westfrankenreich versinkt einmal mehr im Erbfolgekrieg. Ich denke, es bieten sich hier noch einige Chancen für uns. Tja, tut mir leid, dass der ursprüngliche Safe flöten ging. Ich hoffe, ich kriege meinen Typen noch irgendwie verstümmelt, denn diese Tradition muss man ja aufrechterhalten, wie ich gehört habe. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht mit diesem sorbischen Königreich. Ich wünsche euch was. Macht's gut für Russ und den Allvater.